Andere jagen Pokémon, ich jage Insekten auf der Fahrt. Das ist das hier auf Stichwort. Mahlzeit, Leute. Heute an diesem schönen langen Wochenende, an einem schönen Sonntag, machen wir natürlich eine Ausfahrt. Heute geht es zum sogenannten Köterberg. Wer sich hier in der Region ein bisschen auskennt, sollte dieses Ziel ein Begriff sein, weil es ja sehr beliebt ist als Ziel für Biker-Ausfahrten. Mit dabei ist natürlich die verehrte Karamazone. Hallo! Und mit dabei ist unser Kollege der Henne, der heute seine ja quasi brandneue Susi SV 650 am Start hat, die gerade mal so 400 Kilometer auf dem Tacho hat. Hat er erst vor wenigen Tagen abgeholt. Deswegen machen wir heute eine ganz entspannte Ausfahrt, weil ausreizen kann er sie eh noch nicht. Und da würde ich sagen, während wir uns hier den Berg hochkämpfen, wünsche ich euch gute Unterhaltung bei dieser kleinen Ausfahrt. Und wir sprechen uns später. Hallo Hornet. In Oranje. Man sieht schon, es ist reichlich los. Morgen ist Feiertag, Wetter ist gut und da gibt es einen sehr beliebten Marathon, sage ich mal. Das ist der sogenannte Hermannslauf, hier der sehr traditionsreiche, sehr traditionsreiches Sportevent. Dann gibt es an jeder Ecke natürlich Trödelmärkte, Hobbymärkte und die ganze Region scheint auf den Beinen zu sein. Es sollen heute 16, 17, 18 Grad werden. Eigentlich perfekt, um rauszugehen und nicht zu Hause auf dem Sofa zu versauern. Und so werden wir hoffentlich heute viel Spaß haben und ein bisschen schöne Strecken und schöne Landschaften erleben. Und hoffentlich nicht zu viele Sonntagsfahrer. Keine Touristikinformation. Also, wir befinden uns jetzt in Detmold. Hier gibt es ein wunderschönes Freilichtmuseum. Hier gibt es eine Adlerwarte. Hier gibt es ein Vogel. Wie heißt das Ding? Ausstellung. Hier gibt es ein historisches Museum und hier ist auch die Bezirk. Der Hermann ist in der Nähe. Das Extersteine sind in der Nähe und in Detmold befindet sich ja auch unsere Bezirksregierung. Und übrigens auch ein sehr und auch ein sehr bekanntes Musikinstitut, Musikuniversität, wie auch immer, gibt es hier. Und Schlangen. Schlangen gibt es hier auch. Oh, Wortspiel. Verstehst du? Schlangen. So, jetzt hier zum Ernst der Sache. Wir sind ja nicht hier, um Spaß haben, ne? Wir sind hier zum Motorradfahren. Ja, immer weiß ich es auch nicht. Also der BMW kennt man halt recht gut. Ja, erstmal, ja, obwohl die neueren haben den Boxermotor auch nicht mehr unbedingt. Aber ja, aber manchmal ist es auch schwierig, ob es eine Hornet ist, ob es eine Carver Z ist. Manchmal sehen die auf dem ersten Blick sie doch ein bisschen ähnlich. Gesagt, oder mit den Naked-Maschinen, ob es eine CBF 600 Naked ist oder jetzt eine Bandit Naked zum Beispiel, so von vorne mit den roten Scheinwerfern, da sahen die halt damals, vor ein paar Jahren halt alle recht ähnlich aus. Wahrscheinlich werden mich jetzt die Profis verfluchen. Wie kannst du sagen, dass die ähnlich aussehen?
Ja, die müssen sich ganz breit machen. Muss sein. Das Gefühl, diese Viecher, die sehen, dass wir kommen, heben dann aus den Blumen ab. Juhu, Lemminge, Bock. Das sind keine Insekten oder was, das sind, die haben, sind im nächsten Leben geboren und im vorigen Leben war ich Lemming. Und Bock, ab, ich schmeiß mich mal an die Motorradkombi. Sternzeit 2017. Der Teutoburger Wald. Unendliche Weiten, die wir noch nie zuvor mit einem Motorrad gefahren haben. Ja, ich weiß. Ja. Und Alpakas, genau. Ja. Aber die spucken bestimmt auch. Seht auf jeden Fall. Oh ja, guck mal links. Schreibt in die Kommentare. Spucken Alpakas oder sind das nur die Lamas? Ich und mein Holz. Ich brauche einen anderen Helm. Ich fahre ja den Scorpion 510 Evo R oder wie das Ding heißt. Aber wir beide fahren den ja. Und ich muss sagen, so ab 90, 100 km/h wird das schon etwas lauter. Ich glaube, ich schaue mich mal um. Nach etwas, was ein bisschen leiser ist. Wenn ihr Tipps habt, schreibt in die Kommentare. Sollte allerdings kein Helm sein, der 600, 700 Euro kostet, weil für einen zum Beispiel Schubert-Helm oder sowas fehlt mir doch ein bisschen das Budget. Aber sonst immer her damit. Vielleicht hat ja eine gute Idee, die ich mir dann zu Herzen nehmen könnte. Boah, das gehört. Bam! Heftig, ey. Ich brauche einen neuen Helm, der andere ist dreckig. Ich kriege den leicht nicht mehr runtergekratzt. Eine komische Kirche im Dörfchen Born. Das ist, bist du auch sofort wieder raus, ne? Fährst rein und bist du sofort wieder raus. 1888. Ne, 83. Da passt ja kaum jemand rein, das Ding. Ja, aber dann müssen sie das schon zusammendrücken. Krass, ey. Ortseingangsschild, Kirche, Ortsausgangsschild. Und ja, auch eine Kneipe, ja, wahrscheinlich eine Kneipe, ja. Das kann natürlich sein. Hier ist in der Kirche. Genau. Ein Puff? Nee, ne? Ein Puff? Quatsch. Ja, obwohl, bei dem weiß man nie, das bleibt wahrscheinlich eh alles in der Familie da. Andere jagen Pokémon, ich jage Insekten auf der Fahrt. Das ist natürlich auch Stichwort.
oder so. Den Stress mache ich mir nicht. Habe ich aber letzten Fahrt ja auch nicht gemacht. Gerade, ja, dann hast du nämlich wieder welche. Das muss nämlich nicht sein. Dann kannst du nämlich auch gar nicht so hochballern. Wir fahren hier ganz entspannt hoch. Und noch ein Muss. Ja, die haben ja nicht umsonst die Leitplanken reingemacht. Oh, feucht. Oh, der wird auch kämpfen hier mit dem Fahrrad. Komm, wenn du fahr. So, immer schön sachte. Ja. Für alte Karren, ey. Oh, geht's mal an. Wie geil. Hätte ich mal mitzählen sollen. Ja, da. Er guckt dir auf den Arsch. Ja, aber hallo. Hammer, ne? Irgendwo quetschen wir uns noch dazwischen, da gleich links. Und ab geht's. Tschüss, Köterberg. Haben wir das auch abgehakt. Das ist doch mein Werbestroh. Kuchen essen, Kaffee trinken, pinkeln. Am Köterberg. Beinchen heben am Köterberg. Wow. Wow. Gleich Patent anmelden. Copyrighted. Nee, alles gut. Ja, die Laser an die Drecksäcke. Guck dir das an, ey. Es gab ja früher das Gerücht, dass man Motorräder nicht lasern könnte. Kann sein, dass es das auch immer noch bei manchen Modellen so ist, weil die halt mit dem Laser keine Angriffsfläche auf der Front finden würden. Weil das muss ja irgendwie reflektieren, glaube ich, damit man das machen kann. Weil die zielen ja bei den Autos zum Beispiel auf das Nummernschild. Und aber das habe ich dann irgendwo gelesen, dass das wohl, also man kann Motorräder wohl lasern, aber wahrscheinlich nicht bei allen Modellen. Aber ich würde es trotzdem nicht drauf ankommen lassen. Noch braun. Der Teuto ist noch braun. Der ist braun. Der Teutoburger Wald. Dem Hermann der Kerusker die Römer geschlagen hat in der Varusschlacht. Ist noch braun. Ja, die Völker. Fuck. An der Weser entlang. Genau, und mit dem Arsch wackeln.
keine Ahnung, wer Senator Meyer ist. Aber er hat ein Denkmal. BS, KS, SEL, FS, HL, wo sind wir hier? So fünf Autos, fünf verschiedene Kennzeichen. Ein Blick auf Weser. Hallo Weser. Wie läuft's und fließt's bei dir?